Und denkst du wirklich, dass wir mit dieser Unbedenklichkeitsbescheinigung einfach reinkommen, Izzy? Ich kann nicht mehr, Lars. Oh, Izzy, jetzt stell dich nicht so an. Wir können endlich jetzt reingehen. Ich weiß, wir sind jetzt schon seit Tagen wach, aber wir können jetzt endlich in die Stadt reingehen. Herr Officer, Sir, wir haben hier unsere Bescheinigung. Hier. Oh, warte, ich glaube, ich brauche die selbst. Die brauchst du doch selber hier. Oh, du hast meine. Ich wollte gerade sagen, der hat die gerade einmal eingesteckt. Ja, Herr Officer, wir haben unsere Bescheinigung. Hier, gucken Sie, riechen Sie mal dran. Die ist wirklich sogar echt. Und wir haben jetzt den Test gemacht. Wir haben alles erledigt. Wir haben nicht mit Juanita zusammen das Ganze gemacht. Und ja, wir sind durch. Was hast du so zu sagen? Habt ihr eine Bescheinigung? Yeah, wir haben hier die Bescheinigung. Genau, das ist kein Klopapier, das ist wirklich tatsächlich eine Bescheinigung. Super, dann dürft ihr passieren. Oh yeah, okay, dann würde ich sagen, wir passieren. Willst du rein? Ich geh mal durch. Oh mein Gott, Izzy. Oh, Izzy. Alter, wir sind endlich in der Stadt. Oh, das ist so crazy jetzt. Endlich sind wir in der Stadt. Alter. Ah, riechst du das? Das ist der Geruch der Niederlage. Der Großstadt. Ah, klasse. Also ich bin echt froh. Ich finde es super toll hier, muss ich jetzt gerade sagen. Und ich muss echt sagen, die Stadt ist auch gigantisch groß tatsächlich. Können wir mal hier so ein bisschen... Darf ich mal so ein bisschen hier gucken? Ja. Boah, Alter, hier gibt es echt eine ganz schöne Menge. Hier ist so eine Art Dings-Stadtpark oder sowas. Ah, Izzy! Es gibt hier echt eine ganz schöne Menge noch zu entdecken, Leute. Das wird auf jeden Fall mega, mega cool. Okay, dann würde ich mal sagen, lass mal einfach gucken, wo unsere Detektei genau ist, Izzy. Weil wir müssen jetzt mal jemanden fragen. Wir haben nämlich noch gar keine Ahnung. Guck mal, da ist die Tür auf. Wir machen mal hier kurz die Tür zu, nicht, dass da irgendwie ein Einbrecher kommt oder sowas. Wir müssen halt mal schauen, ob wir irgendwie gucken, ob wir irgendwie unsere Detektei richtig verlieren. Nein, du kannst nicht einfach in fremde Häuser gehen. Hallo? Oh, guck mal, hier ist abgesperrt sogar. Also ich glaube, da darf man jetzt nicht. Izzy! Izzy, du kannst doch nicht einfach da lang gehen. Wieso nicht? Das geht doch nicht. Darf ich nicht? Nein, das ist abgesperrt. Guck mal. Aber ich will aber. Izzy, nein, da vorne ist auch abgesperrt. Hier ist auch einfach abgesperrt. Oh! Ha! Oh, lol. Also, sie haben mich aber erschrocken. Das ist. Izzy, hier ist alles abgesperrt, außer nach hier. Aber hier ist, glaube ich, nicht so interessant. Ja, hier gibt es nichts. Es ist nur so eine Art Balkonien hier. Ach ja, das ist okay, schön. Okay, okay. Aber hier, der Rest der Stadt ist abgesperrt. Okay, das ist echt ein bisschen merkwürdig. Ich muss mal fragen, warum? Hallo, kleine Oma. Wir sind jetzt neu in der Stadt. Wir suchen eigentlich unsere Detektei und, können Sie uns da irgendwie ein bisschen weiterhelfen? Hilfe, könnt ihr mich hören? Mein Rücken tut so weh. Okay, ist alles ein bisschen sehr merkwürdig, ne? Wo hab ich nur meinen Kopf gelassen? Ah, bei meinem Geldbeutel. Was zur Hölle, Izzy? Mein Gott, was stimmt denn mit dir? Was labert die denn? Was redet die denn da? Keine Ahnung. Ach, Hilfe. Ja, aus meiner Toilette kommen seit einigen Tagen komische Geräusche. Würdet ihr für mich nachsehen? Okay. Izzy, das ist mir ein bisschen unheimlich gerade. Aber das ist eine alte Omi, wir müssen ihr helfen. Ja, ich glaube, wir sollten ihr tatsächlich helfen. Ist das hier? Ja, ich habe hier nichts getan. Ich habe nichts getan. wollen wir hier reingehen und ja, mal... Ja, lass gleich einfach mal gucken gehen. Okay, ich habe mal geklopft. Hallo? Oh, ganz schön gemütlich haben sie es hier. Oder oh ist Gott. Spritze einfach auf dem Tisch. Da der Vogel ist auch direkt nein. So... Oh nein. Izzy, beruhig dich. Ich weiß, du hast Angst vor Spritzen. Izzy, bleib ruhig. Nein. Izzy, das sieht aus wie die Spritze, die ich bekommen habe. Izzy, nein, bleib ruhig, alles wird gut. Guck, ich streichle deinen Kopf, Izzy, alles wird gut. Oh nein, alles wird gut, Izzy. Izzy, komm mal runter von dem Vogelkäfig. Du standst auf dem Vogel. Izzy, guck mal, ich mach die Spritze weg, okay? Mach sie weg. Izzy, ich hab die Spritze weggemacht. Ja, warte, ich bring die jetzt hier weg. Bring sie weg. Ich hab sie jetzt hier einfach oben auf den Boden gelegt. Was ist hier oben? Okay. Also sie meinte, die gute Dame meinte das irgendwie. Izzy, das ist voll mal, der Vogel, der wird einfach so zu Chicken Wings gerade verarbeitet, weil der so nah am Dings ist. Weil wir müssen das hier mal so ein bisschen weglegen vielleicht, dass er nicht verbrennt oder so. Stellen wir den mal hier rüber. Okay, also sie meinte, dass sie komische Dinge aus ihrer Toilette gehört hat. Aus der Toilette? Aber wer hört denn was aus der Toilette? Ich bin mir nicht sicher, ob sie vielleicht einfach nur richtig dick einen Pupser abgelassen hat. Oh Gott! Ja, kann ja sein, Izzy. Wir sind ja Detektive, wir müssen ja das mit allem... Das riecht gar nicht nach irgendwas komischem. Hörst du was? Nee, ich weiß nicht. Ich höre echt nichts. Ich höre hier tatsächlich nichts. Also aus der Toilette... Es kann doch nicht sein, dass irgendwas aus der Toilette rauskommt. Das habe ich hier noch nie gehört. Warte, manchmal hören Sie mal, Lady, Sie erzählen hier Quatsch. Oh, ist ja schon gut. Okay. Was ist los, Sie hat mich angeschrien. Oh, okay. Sie hat gesagt, da kommen Geräusche aus dem Klo und wir sollen das gefälligst irgendwie... Okay, warte mal, lass uns mal nachdenken. Also, die Toilette hier, die steht hier einfach nur so rum. Es ist einfach eine ganz... stinknormale, stinkige Oma-Toilette. Es ist einfach eine ganz normale, stinkige Stinktoilette. Ja. Sie hat aber irgendwas gehört hier aus der Toilette, Izzy. Du musst mir helfen. Also, 1 plus 1 ist 2, 2 plus 3 ist 4. Warte mal, wollen wir einfach mal gucken, dass wir unten in die Kanalisation kommen, weil ich glaube, wenn wir dem Ganzen ganz, ganz, ganz zurück auf den Grund... Hörst du das? Was ist das?
Ich habe auch gerade was gehört. War das Geräusche aus der Toilette? Das kann sogar echt gut sein, Izzy. Oh mein Gott. Das kann sogar echt gut sein. Wollen wir... Ja, es ist schon wieder hier, hörst du? Das kommt aus der Toilette. Das kommt wirklich aus der Toilette. Okay, wollen wir einfach mal in die Kanalisation gehen? Ja, wir müssen. Ich hoffe mal, du hast deine Gummistiefel dabei. Ich mach mir hier wieder das Ding zu. Ich habe meine Gummistiefel dabei. Hast du deine Gummistiefel? Ich hab auch meine Gummistiefel dabei. Oh, lol. Oh, yes. Aber meine sind Ich hab auch Gummistiefel. Oh, meine sind voll so Dings. Ich hab da so diese Arztschuhe, weißt du, ich meine? Diese komischen Arztdinger. Okay, also hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Da dürfen wir auch nicht lang gehen. Wir müssen auch das Wasser finden bei Kanalisation. Okay, ja. Im Wasser, entspann dich. Also wir haben, da drüben ist der Wasserpark. Hier. Oh, ey, da unten ist Dings, da unten ist Clara. Clara, die Polizistin. Clara, wir haben nämlich gerade wieder einen neuen Fall reinbekommen. Warte mal, Clara, irgendwie kann ich hier so runterklettern. So, ah, da gehe ich jetzt nicht so gerne ins... Ah, ich bin reingefallen, nein. Ich bin in die Kacke gefallen. Hallo Clara, wir haben gerade nämlich einen komischen Fall aufbekommen, dass irgendwie eine gute alte Dame irgendwie aus der Kanalisation so komische Geräusche die ganze Zeit gehört hat. Hast du da irgendwie eine Idee? Ich habe aus der Kanalisation Schreie gehört. Oh, Izzy, warte, ich kann nicht sehen, was da steht. Ich habe aus der Schreie gehört, wenn meine Nase nur nicht so empfindlich wäre. Ja, okay. Das wird dann, glaube ich, ein Fall für die Stinkenasen, für uns beide. Für die für Easy Käsefuß und für Lars oder so, was auch immer. Den Horrorhaken. Ey, du bist Easy Käsefuß, bist du. Du bist der Lars, du bist okay, der Lars. Easy, wie wollen wir das machen? Willst du vorgehen? Let's go, rein da. Bin nämlich noch nicht so, bist du bereit? Okay, warte, da ist einfach ein Totenkopf, ich komme hier rüber. Oh nein, bist du schon wieder baden gegangen? Nein, ich bin nicht baden gegangen. Los, lauf. Oh mein Gott, ich höre hier schon Dings. Izzy, warte, bestimmt, du darfst nicht so schnell laufen. Ich höre schon die ganze Zeit so komische Sachen. Hast du eben auch dieses komische Brummen gehört? Nein. Ich geh vor. Okay, Izzy, bleib du hinter mir, ich beschütze dich, warte. Zack. So, hier das Schwert rausgeholt. Okay, bleib dicht hinter mir, habe ich gesagt, Izzy. Aber ich wollte gucken, was hier ist. Was ist denn da? Tschüss, Lars. Weiß ich nicht. Izzy? Lars? Was ist hier? Keine Ahnung, hier ist gar nichts. Ich dachte, hier wäre irgendwas. Ach, guck mal, das sind so geheime Wege. Das führt hier irgendwie alles unten in der Kanalisation rum. Ja. Ey, voll cool. Das ist mega interessant. Vielleicht können wir sogar später mal hier mit der Kanalisation ein bisschen mehr anfangen. Aber lass jetzt erstmal unseren Fall lösen. Ja. Hallo? Kann mich jemand hören hier unten? Hallo, guck mal, da ist ein Fenster. Hallo, Echo. Was ist das? Bekeek. Hä, hier sind nur Fenster, aber da ist sonst nichts. Hä, warte mal. Was ist Ich sehe da einen Hebel. Warte mal, lass mal. Hebel? Oh mein Gott. Izzy? Oh nein. Hey, was geht? Das ist ein Gefängnis, glaube ich. Warte mal, wir holen jetzt mal ganz schnell hier raus. Hey, du brauchst keine Angst haben, wir sind die Guten. Das ist bestimmt ein Verbrecher. Wir wollen, nein, Izzy, das ist ein kleines Kind, Izzy, warum? Echt? Hey, komm mal mit, wir haben, Das ist ein Verbrecher. Du kannst sie da nicht raus. Hey, du brauchst keine Angst vor uns zu haben. Wir haben hier sogar tatsächlich so eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Guck mal, Izzy hat auch... Izzy, zeig schnell deine Dings. Ich habe auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Yes. Guck, Izzy hat auch eine. Guck, wir sind nämlich ganz frisch hier in der Stadt und wir sind jetzt nämlich gerade hier für dich, um dich hier rauszuholen, weil uns nämlich jemand gesagt hatte, dass hier unten Schreie waren und so. Nein, hör auf ihn zu hauen, Izzy. Das kannst du doch nicht machen. Oh. Hey, oh. Wir sind gut. Wir sind wirklich gut. Izzy, hör auf damit. Der hat uns hier eingesperrt. Ich versuche gerade mit ihm zu reden. Nein, es war keine Falle, Izzy. Guck, er hat uns doch wieder rausgelassen. Ey, der war bestimmt seit Tagen hier drin. Gib ihm mal was zu essen oder sowas. Vielleicht. Hier, nimm Kürbisbrot. Nimm was zu essen. Guck mal. Vertraust du uns jetzt ein bisschen mehr? Er vertraut uns, glaube ich, jetzt ein bisschen besser. Alter, hier sind ja noch mehr Gefangene. Alter, ich lasse sie sofort hier. Warte, ich helfe dir. Zack. Alter, hier sind einfach drei Kinder gefangen. Oh, die müssen schnell raus. Komm, oder hier ist ein Kürbisbrot noch für dich. Der sieht jetzt nicht für mich aus wie ein Kind, aber... Der sieht echt nicht, ne? Der sieht ein bisschen eigenartig aus. Ich glaube, die Entführer hier haben einfach irgendwie Dings. Einen falschen Entführer. Oh, okay. Kommt einfach mal mit uns mit. Jungs und Mädels, kommt einfach mit uns mit. Ich bin reingefallen. Nicht schon wieder. Komm, let's go. Bleibt einfach hinter mir. Okay, Izzy? Ja? Huh. Das war wirklich... Kommt ihr mit? Okay, sie folgen uns. Oh Mann. Alter. Jetzt mussten wir die Jungs und Mädels hier unten aus dem... Seid ihr alle dabei? Okay, sind alle zusammen. Oh mein Gott, okay. Ach, ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Alter, da drinnen hat so gestunken. Ich sag's dir, Clara, da unten hat so mega krass gestunken, Alter. Wow. Das war wirklich echt nicht so fein. Okay, aber wir haben hier die Kinder gerettet, was... Die Kinder waren dort unten eingesperrt. Oh nein, lasst sie bei mir. Ich bringe sie nach Hause.
Okay. Oh, okay, oh, alles klar. Leute, damit denke ich mal, ist der nächste Fall gelöst. Ich würde mal sagen, wir sehen uns auch hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich würde sagen, abonniert unsere beiden Kanäle. Schaut auf jeden Fall noch bei Easy vorbei, denn diese Folge kommt bei Easy. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Ich würde sagen, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Ich muss jetzt mal baden gehen. Oh, nee.